Herzlich willkommen hier in unserer Sägemühle. Ich sage mal zur Geschichte ein bisschen was, dass die Leute so auch einschätzen können, was so eine Sägemühle oder überhaupt eine Mühle für unsere Vorfahren bedeutet hat. Schon im Mittelalter hat man also mit Mühlen allerlei verschiedene Dinge getrieben. Der Ursprung der Mühlen ist der gewesen, das kennen Kinder auch. Sie nehmen ein Rad mit Brettchen an der Seite und halten das in die Strömung zur Hälfte und dann dreht sich das. Und wenn man auf dieses Rad in der Mitte eine Achse setzt, dann kann man sich vorstellen, dass man einen Stock höher, so hat man das früher gemacht, dann Mahlsteine gehabt hat. Dazu brauchte man kein Getriebe und keine Übersetzung oder, so wie man hier sieht, irgendwelche Treibriemen oder Ritzel, die die Richtung der Bewegung ändern, sondern das ist einfach mit der Drehrichtung des Rades unten im Wasser gegangen. Dann hat man Sägemühlen entwickelt, so wie unsere. Da gibt es zwei Typen, die sogenannten oberschlächtigen Wassermühlen und die unterschlächtigen Wassermühlen. Die oberschlächtigen, da läuft das Wasser, so wie bei uns, von oben auf das Mühlrad drauf und bei unterschlächtigen steht das Mühlrad praktisch in der Strömung und wird gedreht. Ja, die Drehrichtung ist dann natürlich eine andere, kann man sich ja vorstellen. Und dann besteht, wie gesagt, der geniale Einfall unserer Vorfahren darin, über verschiedene Übersetzungen so eine Sägemühle herzurichten. Die Technik dieser Mühle ist ungefähr 120 Jahre alt. Die Mühle selbst ist schon länger. Da sehen Sie noch so ein paar alte Fotos. Hier sind also die Landwirte hingekommen, haben ihre Hölzer, die sie im Wald geschlagen haben, ihre Bäume hingebracht und haben dann hier die zu Brettern oder Kanthölzern sägen lassen. Und hier sieht man noch, und das wollen wir jetzt auch wieder herrichten, Schienenstrang, der geht bis nachher unter den Holzschuppen, also durch das Pavillonzelt dadurch. Und dann hat man also die Hölzer, die Stämme da aufgeladen. Etwas, was jetzt im Augenblick sehr schwierig ist, weil wir den Wagen nur bis da vorne hinfahren können. Und da kann man sich vorstellen, wenn wir da einen langen Stamm haben, dann muss man den schon da reindeichseln. Wenn man den ganz rausfahren könnte, und da kommen wir dann hoffentlich nächstes Jahr wieder dahin, dann kann man mit dem Frontlader die großen Stämme dann da draufladen. Dann schon durch Wasserkraft, das führen wir Ihnen dann auch gleich vor, kann man diesen ganzen Wagen nach vorne fahren, bis an das Sägeblatt dran. Wenn Sie hier ein bisschen rumkommen, dann können Sie auch sehen, dass diese Kreisbewegung, die ein Mühlrad verursacht, ist hier in eine Hin- und Herbewegung umgesetzt worden. Einfach dadurch, dass man auf diesem großen Schwungrad da hinten, wie bei einer Lokomotive, den Hebel exzentrisch angesetzt hat, nicht in der Mitte des Rades, sondern exzentrisch, und dann geht das also rauf und runter und hier ist das dann eben hin und her. Diese Firma, das ist die Firma Ortmann in Osnabrück, die gibt es schon lange nicht mehr, aber die Säge steht immer noch, das ist für 1000 Jahre gebaut. Das ist Gusseisen hier und die Führung, die Säge läuft in diesen metallenen Schienen auf Eichenzapfen. Die müssen natürlich irgendwann dann mal ausgewechselt werden, aber halten trotzdem sehr lange. Das erste, was man machen muss, bevor man einen zu sägen fangen kann, ist, das Sägeblatt muss gespannt werden. Wenn wir aufhören zu sägen, wird es auch entspannt hier an diesen Muttern an der Seite, dann hängt das durch, weil das sonst auch ermüden würde. Das Besondere an diesem Sägeblatt ist, dass das Zinken hat sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung, weil wenn das jetzt hin und her geht, sehe ich das bei jeder Bewegung. Anders als bei Ihrem Fuchsschwanz oder Ihrer Bügelsäge, die Sie zu Hause haben, oder eine Stichsäge, auch elektrisch, da sind die Zacken alle in einer Richtung. Also sehr ökonomisch. Dann muss man also das spannen
und mit der Wasserwaage wird dann das Sägeblatt sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung genau ausgewogen, weil sie sonst schiefe Bretter kriegen. Und jetzt kommt meinetwegen jemand und sagt, ich möchte ein zölliges Brett haben, dann müssen sie das vorher genau einstellen. Das kann man also an dieser Kette, kann man das davor fahren, fährt man den Baumstamm genau vor die Säge und misst dann mit dem Zollstock, dass das genau ein Zoll ist. Und wenn man das richtig ausgewogen hat, ist das auch gerade. Weil wer will schiefe Bretter haben, ne? Für Möbelbau oder so, kann man das auf keinen Fall gebrauchen. Draußen haben wir ja schon geguckt, wie gesagt, oberschlächtiges Wasser. Das erste, was wir machen, ist, wir ziehen hier an diesem Draht und dann geht das über Räder, geht eine Klappe da auf. Haben wir jetzt das Wehr schon auf? Ein bisschen Wasser kommt. Ein bisschen Wasser. Also ich kann schon mal hier ein bisschen anziehen. Und dann dauert das einen Moment. Und dann läuft die ganze Apparatur an. Erstmal ohne Säge. So. Darauf habe ich schon angesprochen, diese beiden Ritze sind aus Holz. Und vor 2 Jahren ist uns einmal ein Holzzahn rausgebrochen. Dann können die ganze Vorstellung abbrechen, weil es natürlich nicht mehr funktioniert. Ich würde immer schlagen und alles durch und rein schlagen. Das ist insofern genial, weil das dadurch die Bewegungsrichtung geändert wird. Ja? Wir haben also jetzt hier einmal die Hauptachse und hier treiben wir das jetzt auch an. Und wir schalten jetzt gleich mal dann die Säge dazu und müssen gucken, ob das Wasser reicht. Dann wird wir haben jetzt bis da, wo wir gesägt haben, haben wir den Wagen wieder ein bisschen zurückgefahren, damit, wenn das jetzt anläuft, entsteht ja der größte Widerstand. Und wenn man nicht genug Kraft hat, nicht genug Drehmoment hat, dann kann das schon mal sein, dass die Riemen durchrutschen, dass was runterspringt und dann ist schnell Ende. Also erstmal wieder ein bisschen zurückgefahren. Jetzt müssen wir mal gucken. Oder er kommt da wahrscheinlich gleich um die Ecke. Er dreht jetzt das Wehr, den Zulauf. Hast du ein bisschen hochgedreht? Gut. Also, merken Sie schon, jetzt läuft das im Leerlauf sozusagen schneller, weil mehr Wasser auf das Mühlrad kommt. Und nachher lassen wir sie da auch rein. Und dann können Sie da mal unten gucken, wo innen die Übersetzung ist. Das ist eine Kombination von Gusseisen und eigenen Zahnrädern. So. Machen die Säge an und dazu habe ich den Treibriemen rübergeführt auf das Antriebsrad, also praktisch vom Leerlauf jetzt. Jetzt sehen Sie diese, das kann man da nicht sehen, aber Sie können es hier sehen, den Exzenter über einer Lokomotive. Dann haben wir die Hin- und Herbewegung. Hier läuft es noch leer, weil der Wagen noch keinen Vortrieb hat. Den schalte ich jetzt dazu. Das Geniale, was unsere Vorfahren schon gekonnt haben, die haben die Geschwindigkeit, die Vorschubgeschwindigkeit des Wagens regulieren können durch 2 Scheiben. Eins läuft so, das andere läuft so. Und je nachdem, wie hoch oder niedrig das Fahrrad läuft, läuft das schneller, der Wagen. Also die Übersetzung dann. Wir haben es jetzt so eingestellt, dass das für diesen Baum passt. Für Eiche müsste man es vielleicht ein bisschen langsamer, weil die härter ist. Immer ein bisschen Geduld haben, bis das einrastet. Läuft die Welle unterwand nach links oder rechts. Jetzt. Hören Sie schon, dass die Säge an sind zu arbeiten. Und Sie kennen wahrscheinlich auch den Spruch, einer will Ihnen das Wasser abgraben. Das war für die Müller besonders tödlich, wenn jemand ihnen das Wasser weggenommen hat und da irgendwie seine Felder mit bewässert oder weiß ich was gemacht hat.
Auf der kleinen Strecke von Hausmark bis hier hat es 3 Mühlen gegeben, also diese inklusive. Oben, das ist jetzt ein Wohnhaus. In der Mitte ist nichts mehr von da, das war eine Pfeffermühle. Da hat man also Gewürze gemahlen und eine Ölmühle, also auch Raps. Und dann hier diese als Holzmühle. Er zieht jetzt daran, der Kollege, und kommt mehr Wasser, damit also mehr Power da ist. Und letzte Geschichte, Ludwig der 14., der Sonnenkönig, hat in Versailles, wollte er gerne Springbrunnen haben. Und da hat er auch Mühlen zu angetrieben, die gepumpt haben. Und vorhin hat mich jemand gefragt, wie viel Kraft produziert diese Mühle. Das schätzt die gar nicht so. Wie viel PS? Drücken Sie mal PS oder meinen Sie auch Kilometer? 3, 4. Ja, das ist schon ein bisschen 2. Ja, ein bisschen mehr schon. 8. Aber was sind 8 PS? Überlegen Sie mal, wie viel PS Ihr Auto hat. Früher hatte ein Käfer, also auf dem ich noch gefahren bin, gelernt habe, der hatte 27 PS. Ne? Der ist regelmäßig an den Bergen immer verreckt. Heute hat jeder Kleinwagen hat 80, 90 PS, 3-Zylinder Motoren und trotzdem haben die nicht die Power durch Kompressor oder ja. Also 8 PS sind nicht viel und dafür ist das schon ganz schön. Jetzt machen wir hier auf und dann machen wir die Mühle wieder an. Und wie gesagt, bitte hier auf diese Kante achten, Schienen, und dann können Sie da mal reingehen. Sieht jetzt alles sehr ähnlich aus.